Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mass Effect 2. Wir sind hier auf dieser netten Dschungelwelt gelandet und müssen Said helfen, seinen Rachefeldzug durchzuführen. Viel Vergnügen! Erstmal Waffen. Ah, Grunt rüste ich mal mit. Sehen Sie sich das an? Mit dem, mit der Schrotflinte aus. In den Rücken geschossen und verrotten lassen. Eindeutig Vidos Handschuh. Rücken wir weiter vor. Na nü, ah, da lang. Kommando an Bravo, Position einnehmen. Diese Leute sind vermutlich keine Flüchtlinge. Das hast du sehr gut erkannt. Bekommst einen Keks dafür. Meldung an Basis. Bewaffnete Eindringlinge am südlichen Checkpoint. Das ist ja ein netter Raketenwerfer. Das ist sehr gut. Tja, ihr solltet euch halt nicht gegen mich stellen. Hier ist Commander Santiago. Wer flieht, solange die Eindringlinge noch leben, den töte ich höchstpersönlich. Und jetzt kommen Sie verdammt noch mal zurück! Vido, klingt, als hätte er sich nicht verändert. Ich habe das Gefühl, Sie haben eine Vorgeschichte mit diesem Vido. Er war schon ein sadistisches Schwein, als wir die Blue Suns gegründet haben. Die Suns sind nach seinem kleinen Coup vor 20 Jahren nur noch übler geworden. Also ja, wir haben eine Vorgeschichte. Wir sollten lieber aufbrechen. Sie sind beim südlichen Zugang. Alle Einheiten zum Torhaus. Jetzt! Sie wissen, dass wir hier sind. Na los, komm schon, du Hurensohn! Dieser Video klingt leicht danach, dass er Panik hat. Einheiten Charlie Delta beim Torhaus sammeln. Vielleicht weiß er ja, dass ich sein Gegner bin. Da muss man Panik haben. Said Massani, Sie haben mich endlich gefunden. Vido. Machen Sie keine Dummheiten, Said. Ich habe eine ganze Armee blutrünstiger Mistkerle hinter mir, die bereit sind, für mich zu sterben. Wissen Sie was? Versuchen Sie es. Geben Sie meinen Männern einen Grund, sie wie einen Hund abzuknallen. Mal wieder. Was war das? Kurzsichtig geworden, alter Freund. Renn, du Schwein! Das war Ihr Todesurteil, Massani. Was
machen Sie da? Öffnen Sie das Tor. Wir opfern keine Leben für das Wohl der Mission. Es gibt immer einen besseren Weg. Zum Beispiel? Stundenlang durch den Dschungel irren und einen anderen Eingang suchen? Wenn Sie Ihre Zeit verschwenden wollen, nur zu. Ich gehe wieder. Sie gefährden Leben und die Mission für Ihren egoistischen Rachetrip. Wollen Sie das wirklich tun, Shepard? Ich sollte Sie windelweich prügeln, aber dank Ihnen müssen wir eine brennende Raffinerie retten. Lassen Sie sie verbrennen. Vido stirbt, koste es, was es wolle. Okay. Ich habe auch nicht behauptet, dass ich ihn nicht killen werde. Wahrscheinlich schon bei den Shuttle-Docks. Sie würden diese Menschen sterben lassen? Und ob? Wenn wir den Leuten helfen, flieht Vido. Und wenn er flieht, gebe ich ihnen die Schuld. Wir sind hier, um diese Menschen zu befreien. Wir gehen rein. Ich wusste, das war ein Fehler. Wenn wir das machen wollen, sollten wir uns beeilen. Tja, ich opfere halt keine Leben, nur für einen bescheuerten Rachefeldzug. Sollten uns aber trotzdem etwas beeilen. Irgendwie ist das etwas ungewöhnlich hier. Sein. Damit haben wir das Feuer gelöscht und dürfen die eingeschlossenen Geiseln gerettet haben. Ja, Fried, nur alles gut. Ich habe den Tag gerettet. Flammenwerfer. Was das wohl ist? Feuer! Ah!
Burn, Baby, burn! Hier ist wieder ein Waffenschrank. Dann wechseln wir mal wieder schön die Waffe. Ach, was nehmen wir da, was nehmen wir da? Ohne den Raketenwerfer. Ja, Raketenwerfer. Das ist zu viel. Und jetzt nehme ich es ihnen erneut. Auf den Boden, sofort! Auf die Knie, Said. Vielleicht vergesse ich dann, dass das je passiert ist. Lassen Sie den Loot. Ah, jetzt. Halber Schlagschuss ab. Der Treibstofftank löst sich. Schießen Sie da auf. Begraben Sie sie da unten. Okay, jetzt kommen die Raketen aber auch noch. Nein, das war auf den Arsch. Ah, da ist er ja. Auf den habe ich gewartet. Erledigt. Und zwar das etwa schon alles? Okay. Ich dachte, da kommt vielleicht noch was. Oder ich bin einfach zu gut. Diesmal nicht, Saif, Sie Hurensohn.
Wir sehen uns in 20 Jahren. Glückstreffer. Sie haben mich gerade 20 Jahre meines Lebens gekostet. Bastard! Said, alles in Ordnung? Was kümmert Sie das? Mir geht's gut. Und jetzt los, bringen Sie mich aus diesem Drecksloch raus. Ich weiß nicht, ob ich einen Mann wie Sie auf meinem Schiff brauche. Wenn Sie mich nicht brauchen, hätte Cerberus mich nicht bezahlt. Ich tue, wofür man mich bezahlt hat. Nicht mehr, nicht weniger. Jetzt lassen Sie die Spielchen und verschwinden wir hier. Ihnen sind Ihre eigenen Ziele wichtiger als die Mission. So läuft das nicht. Ich habe all die Zeit überlebt, indem ich mich um mich selbst gekümmert habe. Keine Zeit, mich um andere Leute zu sorgen. Sie sind jetzt Teil eines Teams, Said. Wenn wir nicht alle an einem Strang ziehen, haben wir keine Chance. Vielleicht haben Sie recht. Ich bin noch nicht fertig mit Vido. Aber ich kann es gern genug vergessen, um Ihre Mission abzuschließen. Verschwinden wir hier. Ja, damit ist Saids Loyalitätsmission, ja, die ist damit halt erfüllt. Damit haben wir das erste Crewmitglied auf unserer Seite, das uns bis in den Tod und noch viel weiter folgen wird. Ach, mal wieder. Aber ich habe vorher noch was zu erforschen. Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Das Upgrade. Oh, kann ich die Kane jetzt erforschen? Cool. Die ist mega. Eine echte High-End-Waffe. Leider verbraucht sie verdammt viel Munition. Und mit dem Unbekannten. Da reden wir das nächste Mal. Ich hoffe, das Video hat euch bis dahin gefallen. Wenn ja, lasst ihm doch einen Daumen nach oben da. Teilt fleißig. Über Kommentare, Feedback würde ich mich immer freuen. Und ja, wenn ihr weitere solcher Videos sehen wollt, dann abonniert auch meinen Kanal. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Sanincha Let's Player von nebenan. Tüdelü.